erinnern sich an fahrende Farbflächen, die Sie hier überall sehen, als scheinbar unorientierte Metaphern. Ungefühltes, Ungesehenes in Natur, Kultur und Kunst zugleich. An dieser zentralen Stelle werden eben die von Bodhi Karussell schnellen Riss und Lücke zur Sollbruchstelle für eine Verbindung von Selbstdisziplin im Alleinsein können und einer auf spontane Freiheit und Befreiung hinzielenden Offenheit in Kommunikation mit uns, den anderen, eben über das Medium des Bildes. Bertolt Brecht hat dies in Gestalt seines alter Egos, dem chinesischen Philosophen Meiji, wie folgt formuliert. Zitat: Man weiß, mit welchem Nutzen die Nationen ihre Geschichte aufzeichnen. Den gleichen Nutzen hat auch der einzelne Mensch von der Aufzeichnung seiner Geschichte. Meiji sagt, jeder möge sein eigener Geschichtsschreiber sein, dann wird er sorgfältiger und anspruchsvoller leben. Zitat Ende. Genau hier wird dann auch die Malerei von Rudi Carus zwischen Realismus als Widerspruch und Utopie als Hoffnung auf eine anderweite Welt politisch und philosophisch. Mit den Worten des Künstlers selbst, Zitat Rudi Carus, es ist gut, Brüche in der Biografie zu haben, Bindestrich, für einen Künstler. Und charakterisiert auch seinen Wunsch zu gesellschaftlichen Veränderungen und echten Alternativen, so wie er sie bei den sogenannten 68ern in musikalischer und bildkünstlerischer Ästhetik, Aktion und Rhetorik über Woodstock vermittelt, eben nur medial verfremdet und aus der Distanz beobachten, wahrnehmen konnte. In dieser Transformation allerdings, dieser auch psychischen Energie, die der Künstler liefert, betreibt Rudi Carus etwas ganz Hochaktuelles für sehr viele Künstler. Ich würde es nennen die Politik des Subjektes. In der Kunst wie in der Philosophie geht es darum, sich dem Irrealitätsstatus der Realität zu öffnen und zu wissen, dass diese Öffnung dennoch eine Bejahung einschließt, die der Bewertung vorausgeht und letztendlich entweicht. Kunst und Philosophie sind Affirmationen, also Anpassungen an das Leben, ob es richtig oder falsch ist, sei mal dahingestellt, die alles, die Schönheit wie die Grausamkeit und die Indifferenz des Lebens der Welt aufnehmen müssen. Der Titel Palermo Paintings ist an Palermo Paintings, klingt was für eine Band, We are the Palermo Paintings, ist Angabe und Hinweis auf ein Suchen nach einem südlichen, entlegenen Ort zwischen Wirklichkeit, zwischen Schönheit, zwischen Sehnsucht, also Utopie und Realität erscheint uns nun als etwas Neues. Und der Maler als Intellektueller befähigt, Spuren zwischen Zeichenbildern, Texten und Situationen sichern und lesen zu können. Intellegere, die dazwischen lesen können. Also nicht dieses postmoderne, die Intellektuellen, die immer so viel reden. Nein, da wo es herkommt. Wo der Mönch da sitzt und er kann Bilder und Texte in Latein und Griechisch und vielleicht sogar im beginnenden Altmittelhochdeutsch oder so. Könnte man ja so mal 2 Stunden anschließen. Und damit wären wir natürlich bei dem zentralen Thema dieser Arbeit, nämlich der Innerlichkeit als zentrale Bedingung für Handlung und Haltung. Also Maskierung als Bild und Verkleidungen der Innerlichkeit. Jens Hardenberg, ist der da? Nein. Schade. Mentor des Künstlers seit seinem Beginn als Künstler, oder zumindest kurz danach, und künstlerisch verständiger Autor, schreibt in einem äußerst gelungenen Aufsatz unter dem Titel Geht Kommunismus auch allein? Schöner Titel. Zitat: Dadurch entsteht bei Carus ein Vakuum entlang der Schnittstelle zwischen überfüllter Zeit im Fußball und der nicht gefüllten Zeit in den sozialen und politischen Verwerfungen. Eine Zwischenwelt, die sich Rudi Carus nach der Karriere umso tiefer in die Malerei einschreibt. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, schön eingebaut hier Marcel Proust, bilden Haltungen von Dissidenz und Verweigerungen das Portfolio, auf dem sich die Sehnsüchte nach einer alternativen Lebensgeschichte abbilden lassen, Achtung, ohne über deren
spekulativen Rahmen hinauszugehen. Das ist sicherlich auch das, was in diesem Fall, möchte ich sagen, Herr Karus, der Künstler, der Maler Karus auch ärgert, wenn er dann sich immer nur auf den Klatsch und Tratsch und Gesellschaftsseiten wiederfindet und keiner genau diese hochqualitativ wertigen Bilder betrachtet. Als ein Beispiel könnten Titel und Bild wie der Maskenmann unangestrengt, wir sehen ja hier hinten das wunderbare, in linker Hand, dieses wunderbare Bild, wo die Masken nochmal selber sozusagen bühnenreif inszeniert sind, sowohl zwischen Zentralperspektive als auch Auflösung. Dort hinten der Achterblock der kleinformatigen Quadrate, in denen nochmal sozusagen diese Position, diese Fragilität des Einzelnen nochmal herausgearbeitet ist. Also am Beispiel der Maskenmann unangestrengt könnte Pate stehen als reale und utopische Gestalt im Zwischenraum und ist dann Innerlichkeit, aber weder B noch G fangen, sondern standhaft, aufmerksam, selbstbewusst, in einer auch bedrohlich wirkenden Umgebung von amorphen, fließenden Teilen und steigenden Raum- und Farbstrukturen, so wie das Wissensband der Leute, die man A little bit rock and roll in love. Rudi Karus sichert diese Spuren, die wie aus einer anderen Realität auftauchenden, zumeist maskierten Figuren, sind aber Beobachter, die mit ihrem Inneren im Reinen und Klaren zu sein scheinen und dadurch auch keine Angst vor Einsamkeit oder plötzlich auftretenden Situationen haben. Sie erscheinen in innerer meditativer Ruhe und Seinsgelassenheit, will heißen, auch andere und anderes sein lassen zu können. Dies ist bei Shaftesbury, der in Wortform überliefert, über Herder, Humboldt, Goethe, bis über die deutschen Romantiker, Caspar David Friedrich und natürlich dann beim Blauen Reiter, Kandinsky, Jawlensky, in die Abstraktion hineingedacht, die Transformation der traditionellen Innerlichkeit, gerade der deutschen Innerlichkeit, aus der inneren Formung in die künstlerisch reflektierte äußere Handlung und Haltung zu gehen. Und das ist ein Wesensaspekt insgesamt von Modernität, bevor wir darüber über Postmodernität reden wollten. Und seit Caspar David Friedrich und Philipp Otto Runge, der gerade in Bezug zu Hamburg und Norddeutschland ganz elementar, eben als Mittlerin zwischen Natur und den Menschen. Und dies öffnet uns eben eine Wahrnehmung hin zu den Orten, die, wie Rudi sagt so schön, dahin, wo ich noch nie war. Dieser Irrealitätsstatus der Realität dem Ausdruck zu verleihen, das ist eben dann tatsächlich Können. Dritter Teil. Die Bedeutungsinversion oder die Umkehr. Ich komme damit auch zum Ende und quäle nicht weiter. Obwohl quälen auch schon ist. Zum vorläufigen Ende meiner Überlegungen möchte ich provokativ selbst eine Inversion, einen Umkehrschluss wagen. Nicht der berühmte Torwart und Elfmetertöter ermöglichte die Entwicklung zum sehr, sehr ernstzunehmenden Maler und Künstler Karus, sondern umgekehrt die Fähigkeit des innerlich künstlerisch begabten Menschen führten überhaupt erst zur Idee des Torwartseins. Es ist die Fähigkeit, Technik, Taktik und Strategie zwischen Innerlichkeit und Beweglichkeit, parallele Ereignisse im Raum und im Spiel mit wahrnehmender Konzentration bei innerer Hochspannung, selbst im Stehen bleiben und standhalten, in Seinsgelassenheit selbstbewusst zu beobachten. Das Spurenlesen können der Verläufe in der Realität auf der Leinwand und auf dem Spielfeld ruft eben nach einer angemessenen Reaktion. Diese Reaktionsfähigkeit wiederum bedarf einer Angstfreiheit im Bewusstsein der Gefahr vor hinterhältigen, schwer kalkulierbaren und in Plötzlichkeit auftretenden Situationen. Mit anderen Worten, wie das richtige Leben. Darin besteht das Leiden und die Lust, die Leidenschaft am Unerwarteten, der Spannung und Spontanität erfordernden Situationen. Künstlerisch, sportlich, wenn Sie wollen, auch politisch und vor allen Dingen diesen sich zu stellen.
Reaktionsschnelligkeit und Beweglichkeit koordiniert in vorausahnender Seinsgelassenheit, wie im Prozess der verlaufenden Farben auf der Leinwand, so im Spiel auf dem Feld. In beiden Fällen, der Kunst und des Malers, dem Fußballspiel und dem Torwart, ist der Mensch nur dort ganz bei sich und zugleich bei den anderen, den Betrachtern und uns als Mitbetrachtern und Mitspielern in freiheitlicher, verantwortungsvoller und bewusster Gemeinschaft zugleich. Und das wäre eine real mögliche, soziale und künstlerische Utopie, die ihren Ort mit den Worten von Ernst Bloch nur noch nicht hat. Besser vielleicht mit den Worten von Friedrich Schiller, denn um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist und ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. In diesem Sinne mögen wir uns mit dem Maler, dem Torhüter, dem Hüter des Tores, dem Intellektuellen und dem Menschen, Rudi Carus, offen wahrnehmend und selbst ins Spiel integriert, produktiv auseinandersetzen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.